Hey Leute, willkommen zurück zu Empire Total War Brothers vs. Brothers mit der CSA. Ja, wir haben letztes Mal hier oben eine entscheidende Schlacht geschlagen, haben hier ein bisschen Stress, werden hier jetzt demnächst nochmal ein paar Plünderer vertreiben, genauso wie hier drüben, weil hier noch drei Einheiten Artillerie kommen, die wir natürlich nicht unterschätzen dürfen. Aber jetzt werden wir erstmal eine kleine Runde beenden. Solange die hier keine Offensive starten, ist eigentlich alles okay. Das wäre halt ein bisschen bitter, wenn sie da eine große Offensive starten, dann haben wir so ein bisschen unsere Probleme. Ich finde es immer ein bisschen nervig, dass wir immer unbedingt sehen müssen, wo schon die ganzen kleinen gegnerischen Armeen rumlaufen. Aber ich will es halt auch nicht abstellen, meine ich, weil teilweise ist es doch ganz hilfreich, zu wissen, wo die so rumlaufen. Ja, da hatten wir wieder so einen schönen Text. Eigentlich muss ich das mal spielen und mir die Texte durchlesen. Das wäre echt mal cool. Da lerne ich nämlich auch gleich noch ein bisschen was. Ich kenne mich zwar ein bisschen damit aus hier, ja, aber ich meine, immer noch ein bisschen mehr Info und so weiter schadet ja nicht, das weiß man ja. So, ich denke, hier werden die nächste Runde dann kapitulieren. Das wird, glaube ich, passen. Hier laufen wir jetzt mal da weiter. Das hier sollte eigentlich auch passen. Das sollte machbar sein für die Auswürfel-KI, aber das speichern wir jetzt trotzdem mal schön ab. Wir haben ja hier unseren Quick-Save. Und lass uns mal kurz auswürfeln. Okay, wir haben es gewonnen. Einige Verluste haben wir trotzdem irgendwie komischerweise, meiner Meinung nach. Ja, aber wir können jetzt trotzdem mal rausziehen. Und hier mal fortbilden. Des Weiteren können wir eigentlich vielleicht mal hier noch ein bisschen ausbauen. Ihr wisst ja, umso mehr Wirtschaft, umso besser. Ja, das möchte ich ja auch noch nicht ganz so ausbauen. Das können wir mal ausbauen. Das können wir meinetwegen auch mal ausbauen hier. Hier hinten ist relativ safe, würde ich sagen, mittlerweile. Das heißt, da können wir schöne Wirtschaft ausbauen. Das ist dann ganz nett. Das will ich nicht so gerne ausbauen. Hier will ich auch noch nichts reparieren. Bis da oben könnte man vielleicht irgendwann auch mal ausbauen, aber das ist mir eigentlich auch noch ein bisschen zu gefährlich. Denke, wir können hier vielleicht das da mal noch ausbauen für 4500. Das passt. Straßen können wir auch bald nochmal weiter ausbauen, aber im Moment finde ich es jetzt erstmal wichtig, dass wir hier noch diese kleinen Scheißarmeen platt machen. Und dann können wir hier noch ein bisschen ausbauen. Ja, die Armee bleibt jetzt hier erstmal drinnen stehen, die möchte ich hier noch nicht wegziehen. Wie gesagt, sobald die hier vernichtet ist, werden wir hier einen Doppelangriff auf Kentucky starten. Wird hier belagert und mit der anderen Armee wird hier der Rest weggeräumt und dann wird hier auch marschiert. Ja, hier hinten werden wir hier die drei Gebiete uns holen. Das da oben lassen wir getrost weg, weil da kommen wir sowieso niemals hin. Dann werden wir uns davon wäschen. Klar, irgendjemand hat sich in den Kommentaren dafür ausgesprochen, dass ich doch bitte, ja, okay, warum auch immer das hier auf Hälfte, Hälfte als ausbalanciert dasteht, aber okay. Jetzt werden wir hier mal kurz den Sicherheitssafe abspeichern. So, und dann würde ich sagen, gehe ich mal ins Gefecht rein, ja. Was würde ich sagen, hat jemand zwar gesagt, ich soll jetzt mal richtig fett Washington angreifen und so, aber ich bin ehrlich, ich bin da nicht so der Fanatiker von. Ich finde, wir sollten erstmal gucken, dass wir den Kreis um die rum enger schnallen und dann können wir an den heiklen Punkten eine Invasion starten. Die erste, wie gesagt, in Kentucky, das wird schon mal einen entscheidenden Fortschritt bringen. Hier im Westen ist ganz gut, um ihnen Ressourcen wegzunehmen, das ist dann und halt eben einfach die Einnahmen abzuschneiden, ist ganz gut und eben die Front zu verkleinern. Weil wenn man dann nämlich mal diese drei Gebiete da, die ich erobern möchte, da im Westen erobert habe, dann haben sie auf jeden Fall ein Problem, weil dann können wir da die Stadt, die am weitesten im Osten liegt, gut verteidigen eigentlich und dann passt es. So, jetzt hat der Gegner ein kleines Problem. A, er greift ihn an. Und B, wir haben diese netten Barrikaden hier. Das heißt, wir jetzt einfach mal hier so aufstellen. Ohne große Probleme. Ich
Oh, Verzeihung. So, und dann können wir uns auch hier mal aufstellen. So. Und dann würde ich sagen, bin ich noch am Überlegen, wo wir unsere Arti aufstellen wollen. Ob wir die irgendwie in die Mitte stellen. Oder ob es musste dahinter aufstellen, das weiß ich noch nicht so ganz. Wenn dann sowieso hier irgendwann. Ich würde sagen, stellen sie jetzt einfach mal hier auf. Oder wollen wir sie tatsächlich da dazu stellen? Wegen Kartätschen etc. Ne, wir stellen sie hier hinten auf und dann passt die Sache. Das ist dann schon okay. Ja, die Kampf ist sowieso ein bisschen unnütz mittlerweile, aber was soll's. Und dann würde ich sagen, können wir mal die Schlacht starten. Oh, da kommen Gegner von da hinten. Es waren ja auch noch mal ein paar Truppen, gell? Muss man ein bisschen vorsichtig sein. Der Rest steht ja da drüben in der Stadt, da hinten. Oh, der hat einen Mörser. Das waren nicht mal wenige. Weg damit. Ja, das ist ein bisschen dumm, weil das ist die einzige Einheit, die er sieht. Ja, da hätten wir jetzt auch schnell unsere Kaff eigentlich rüberschicken können und dann einfach vielleicht umwerfen und hätten wir hier platt machen können. Aber jetzt machen wir das einfach anders. Jetzt werden wir hier einen Teil unserer Truppen abziehen. Etwa so. Mal gescheit aufstellen da hinten. Der Gegner sollte uns doch eigentlich angreifen. Immerhin hat er uns angegriffen, oder? Mal gucken, wann sie hier zum Vorschein kommen. Siege Mortars, die hat er irgendwie jetzt stehen gelassen. Okay. Oh, jetzt sollten wir hier geschwind pausieren, bevor es hier Probleme gibt. Und stellen wir unsere Truppen neu auf. Die Einheit sollte mehr oder weniger hingerichtet werden. Schade, dass uns wirklich ein bisschen mal ein bisschen dran. Ohne Angriff wäre das vielleicht leicht gewesen. So, jetzt einfach nur kapituliert. Schade eigentlich. Lassen wir sie halt so weit laufen, das passt eigentlich schon. So, beeilt euch. Aber so viele Verluste haben wir noch keine, weil. Ja, so weit kommen wir ja hier auch gar nicht. Das so nah drauf sind wir uns so weit nicht. Kommen die irgendwo hier drüber? Das ist schrecklich, wenn sie das Holz da lassen, die werden uns gut drauf sozusagen. Müssen wir es leider hier rausrutschen. Reiten. Den können wir leider auch keinen Angriff machen.
besser. Ja, übrigens, danke noch für die Rückmeldung, was das Sound betrifft. Das kann ich jetzt auch mal schön sagen. Euch scheint es ja mittlerweile ganz gut zu gefallen. Das freut mich natürlich. Dass jetzt mittlerweile alles passt soweit. Zweite Ausbruch. Bitte machen wir es anders. Exekution. So machen wir das genau gerade nicht, aber jetzt schicken wir hier unseren Kaff rum. Soll dann ganz gut hinhauen. Jetzt reiten wir mal hier lang. So, jetzt hätten wir hier mal unsere Truppen. Ich hab gut gemacht, weil ich das meinte da auch dabei. Ich warte hier hin. Ja, wer übrigens einen coolen, wirklich coolen Bürgerkriegsfilm sehen möchte, der sollte sich unbedingt mal Gettysburg reinziehen. Ein wirklich klasse Film. Kann ich wirklich nur empfehlen. Der geht in gut 3,5 Stunden oder sowas, aber es ist halt einfach klasse. Also es ist ein Spielfilm über den amerikanischen Bürgerkrieg, genauer zusammen über die Schlacht von Gettysburg, so als Wendepunkt der Geschichte angesehen wird, weil eben ja das so die erste große Niederlage der CSA im Bürgerkrieg war. Und das könnt ihr euch ruhig mal anschauen. Das ist wirklich klasse, ein klasse Film. Ich habe den sogar mal auf YouTube gesehen. Müsst ihr mal gucken, ob es den da noch gibt. Den habe ich mir mal vor 2 Jahren, 1 Jahr, keine Ahnung, mal jeden Abend reingezogen, so eine 20 Minuten oder sowas oder eine halbe Stunde. Einfach genial.
und macht einfach wirklich süchtig. Ein guter Film auf jeden Fall. Dann gibt es auch noch Boston Generals, der ist auch ganz okay. Der ist auch gut. Ich werde mich fragen, ob der süße Scheiß-Artillerie da hinten kriegen oder nicht. Hat die Artillerie ausgeartilleriert hier hin. Ja, zack. Hier kommt gleich die feindliche Einheit. Wie es aussieht. Nice, haben wir uns weg von unserer Decken bewegt. Oh, das war ein großer Schuss hier. Hatten wir richtig gesehen. Ja, jetzt haben sie gekackt. Niemand bringt unsere DSA-Kavallerie komplett weg hier. Wie viele Schüsse da immer einfach daneben gehen und wie viele treffen das sogar. Okay, das war nett hier, da voll rein. Also das Beste an der ganzen Schlacht hat vorhin dieses Teil, dass es diesen Kampf einfach nicht so genial war. Gut, Heroic Victory. Und unsere Schützen den einen Reiter da so geil abgeschossen haben. Zur Exekution. Scheint ganz lustig. So, 397. Ah ne, 137 Verluste, das ist doch annehmbar. Mit 2958 Mann. Uiuiui. Ja, jetzt kommen sie. Aber wir haben eine weitere Stadt erobert. Das ist doch die Hauptsache. Sieht man auch gleich unten auf der Karte, sieht extrem cool aus. Naja, die Briten sind doch eigentlich kein Gegner, oder? Ich finde es sowieso schade, dass man das nicht irgendwie modden kann, dass die komplett nicht mitmachen können, so ungefähr. Wir machen jetzt gleich einen kleinen Sicherheitssave hier. Sicherheitssave. Ja, wollen wir überschreiben, gut. Infrastruktur. Oh, 8000 können wir. 8000 können wir hier schon eine Eisenbahn bauen. Jetzt bin ich gerade mal am schön gucken. Da hinten noch eine fette Armee. Ich würde sagen, wir machen jetzt da keine, gehen da keine Risiken mehr ein, sondern werden diese Armee, unsere Hauptarmee, jetzt noch ein bisschen ausbauen. Diese Kacke hier können wir doch eigentlich noch besiegen, oder? So nach und nach. Gut ist die Armee hier eigentlich. Sehr viel Volunteer, ein bisschen Regular Infantry und so. Das sollten wir eigentlich schon hinkriegen. So, jetzt verfolgen wir die hier auch schon nochmal schön weiter. Und dann können wir jetzt hier hinten, ach, ich weiß noch nicht, ob wir das ganz können, aber wir trauen uns jetzt einfach mal. Das hier wird ausbauen. So, und drei Runden ist da drüben, nein, zwei Runden ist da dann unsere Armee auch soweit fertig. Haben wir eigentlich einen General, ja, haben wir. Okay. Ja, da müssen wir mal gucken, was ist denn das hier? Oh, viel Artillerie, saumäßig viel Artillerie. Aua, aua, aua. Oh, oh. Das wird hart. Hier können wir mal gucken, wie viel sind wir das hier? Ja, das sollten wir ausrüsten können. My honor is to serve. Rise for the taking. Sollten auch auswirken können. Ja, okay, ein bisschen viele Verluste für meinen Geschmack ist dafür, aber okay. So. So, jetzt machen wir das so. Es werden auf jeden Fall alle Einheiten fortgebildet. Die wird man dann hier an die Stadt hinschicken. Das können wir mal ausbauen. Und ansonsten bauen wir da mal noch nichts aus. Mir wäre jetzt so ein Spion ganz nett hilfreich irgendwie, aber
Haben wir leider nicht. Wir hätten uns wahrscheinlich um eine Einheit Kavallerie begnügen müssen, mit einer Einheit Kaff. Holen wir uns mal ein und die schicken wir dann mal da oben hin. Ich will wissen, wie viele Truppen da drin sind und wie leicht wir das erobern können. Sonst wäre hier Iowa, natürlich Minnesota, das nächste Ziel. Also die zwei Sachen werden wir auf jeden Fall erobern, aber jetzt müssen wir erstmal diese Armee hier abwarten. So, ansonsten würde ich sagen, beenden wir nochmal die Runde. Jetzt müssen wir sowieso in Iowa nochmal ein bisschen, in Kansas ein bisschen rumchillen, bevor wir da irgendwas machen dürfen. Dooferweise. Ich muss euch ehrlich sagen, von dieser einen Armee mit diesen 6 Einheiten Artillerie oder so, von denen hier habe ich echt Angst. Ganz ehrlich. Vor denen habe ich echt Schiss. Dafür sind es halt 2 Einheiten weniger, aber trotzdem. Viel Kaff haben wir in der Armee. 1, 2, 3, 4 Kaff. Ja gut, da müssen wir halt echt hoffen, gell? Da müssen wir die gut verstecken und dann halt, wenn die Zeit reif ist, gechillt angreifen oder gut angreifen können. Ja. Fällt mir ein, wie viel Unionist haben wir hier eigentlich in der Provinz hier? 30%. Okay. Mich mal interessieren würde, haben wir eigentlich irgendwelche Agenten? Ne, haben wir nicht. Jetzt brauche ich mal das Ding da geschwind aus. Vielleicht gibt es uns dann irgendwann mal solche neuen Agenten, die wir da brauchen könnten. So, hier das können wir ausbauen, ohne Problem. Das gibt Geld da hinten, ist ziemlich safe. Ja, hier werden wir mal, falls Not am Mann besteht und wir da oben tatsächlich was verlieren sollten. Tatsächlich mal darum kümmern, neue Truppen auf die Beine zu stellen. Wenn wir das gewinnen sollten, dann auch gut. So, jetzt machen wir das mal so, dann holen wir noch ein bisschen Kaff ran. Und dann nochmal eine Einheit Artillerie. Mal ein bisschen Infanterie. Sowas hier, ja, das passt. Wenn wir die Truppen haben, das ist auch eigentlich gar nicht so schlecht insgesamt. Die können wir auf jeden Fall gut gebrauchen, so ist es nicht. Ja. Die werden ja schon fortgebildet. Die sind jetzt gleich da drüben. Gerade eben hat es gesagt, dass der Part zu Ende ist, aber ich würde sagen, wir gönnen uns jetzt noch eine Runde, die wir beenden. Davor, was soll's, Leute, wir werden das jetzt einfach riskieren hier. Können hier auch mal noch den Hafen ausbauen, das riskieren wir jetzt einfach. So, und beenden noch mal diese Runde. Schauen mal, was noch passiert. Ja, eine komische Armee in der einen Flotte, da wo man gerade eben schon gesehen hat. Ich weiß auch noch nicht, was er so richtig machen soll, oder? Habe ich so ein bisschen das Gefühl, da oben sammeln sich wieder unsmäßig viele Idioten. Armeen, auch nicht so toll. So, jetzt muss ich gerade mal kurz was noch da drüben gucken. Okay, die stehen hier, ich habe gerade schon gedacht. Hier kommt diese eine Armee. Die hier. Möchte ich wie gesagt mal hier hochschicken. Ich hoffe, ich vergesse das nicht. Wir schicken sie gleich mal ein Stückchen weiter sogar noch. Dann schicke ich mich, dumm wie ich bin, hier irgendwie dazu. Gut, also dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Würde mich über Kommentare und Likes natürlich sehr, sehr, sehr freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute, und danke fürs Zusehen.